Heute gibt es einfach nur ein paar wirklich kurze Ankündigungen und Anmerkungen bezüglich des Weihnachtsspecials in GTA Online. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie eben schon gesagt, heute gibt es wirklich ein ganz kurzes und knappes Video. Ich denke, die meisten von euch sind vielleicht sogar schon im Weihnachtsstress, merken jetzt, oh, warte mal, morgen ist Heiligabend, ich habe noch überhaupt keine Geschenke. Ja, ich reihe mich da ein. Dementsprechend gibt es heute ein wirklich kurzes Video, einfach nur mit ein paar Ergänzungen, die gestern im Video bezüglich des Weihnachtsspecials noch nicht genannt wurden. Zunächst einmal geht es nämlich um die verschiedenen Bonis, welche Twitch Prime-Mitglieder bekommen. Und zwar alle Leute, die Twitch Prime mit Rockstar Games verknüpft haben und somit Rockstar Prime haben sozusagen und sich vor dem 25. Januar einmal in GTA Online einloggen. Beziehungsweise für unsere österreichischen Freunde 25. Jänner, durfte ich mir letztens anhören. Das heißt nicht Januar, das heißt Jänner. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, heißt es bei euch Januar oder Jänner? Also, ich weiß nicht, ganz komisch. Wie auch immer, alle Leute, die Twitch Prime haben oder Rockstar Prime und sich bis zum 25.01. in GTA Online einloggen, bekommen einmal 125.000 GTA-Dollar und das ist jetzt das Coole, den Sprunk Snowflakes Festive Sweater. Ein sehr, sehr cooler Pulli, den ich persönlich sehr feier. Der wird wie immer 72 Stunden, nachdem ihr euch eingeloggt habt, in euren Kleiderschrank geliefert. Ich habe mir das Ganze direkt mal abgeholt, weil ich finde, das ist halt wirklich eine sehr, sehr coole Sache und ich möchte diesen Pulli einfach haben. Einmal, weil es ein Sammelobjekt ist, zweitens, weil ich den optisch ziemlich cool finde. Vor allem eben mit diesem neuen Biermütze zusammen sieht das schon sehr, sehr cool aus. Ansonsten gibt es diese Woche noch ein zusätzliches Geschenk und zwar, wenn wir uns einmal bis nächste Woche Mittwoch in GTA Online einloggen, dann erhalten wir nicht nur diese ganzen Geschenke, wie zum Beispiel volle Panzerungen, volle Snacks und so weiter und so fort, sondern wir bekommen eben auch ein neues Design. Und da haben viele Leute sich gefragt, was für ein Design, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Deswegen hier die Antwort. Dabei handelt es sich um ein Design für die Pistole MK2. Also geht mal in eure Waffenwerkstatt, zum Beispiel im MOC oder jetzt im neuen Freak Shop, dort einfach in so eine Waffenwerkstatt und da könnt ihr eben eure Pistole Mark II upgraden und dort unter Designs findet ihr eben auch das Frohe Fest Design. Feiere ich persönlich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so, aber wem es gefällt und man kann sich's auf jeden Fall einfach mal anschauen zumindest. Und zu guter Letzt gibt es noch einen ganz kleinen Fun-Fact. Und zwar habt ihr euch mal den Newswire angeschaut, beziehungsweise die Fotos dort. Auf einem Foto sieht es einfach wirklich so aus, als hätte Rockstar Games mal ein bisschen getrickst in Sachen Weihnachtsschlitten. Denn wenn man sich das Ganze mal genau anschaut, dann sieht man einfach, dass der Schlitten aus den Rentieren besteht, aber die ziehen nicht einen Schlitten, sondern die ziehen einfach die Achterbahn aus GTA. Sehr, sehr geiles kleines Easter Egg oder kleines, ja, wie soll ich sagen, kleiner Witz da drin, feiere ich auf jeden Fall extrem und es ist auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Artwork. Generell hat Rockstar Games wieder mal sehr, sehr schöne Artworks auf dem Newswire gebracht. In letzter Zeit sind die wirklich, wirklich gut. Also der Typ, der das macht, das ist auf jeden Fall kein Praktikant. Wenn ihr wollt, ihr könnt euch das einfach mal anschauen. Ich lasse euch jetzt einfach ein bisschen Weihnachtsmucke laufen, gönnt euch einfach ganz in Frieden diese Screenshots und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video, wenn es wieder heißt, was geht ab, Freunde, herzlich willkommen und so weiter und so fort. Insofern, Freunde, macht's gut, wir sehen uns, frohe Festtage und bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.